Oh, hier. Was? Grab der dunklen Elfen wird von Skeletten bewacht. Ich. Ja. Ja. Jawohl, Sir. Also ja, das Grab machen wir auf jeden Fall noch. Und dann geht's zurück zur Stadt. Weil dann haben wir alles, was wir südlich dieser Stadt hier machen können, wohl erledigt. Die Krypta da drüben hatten wir schon. Hier am See waren wir auch bei der Mine. Oh ja, wir können jetzt das noch einmal machen. So. Und als nächstes den Knotenmeister mal freischalten. Ist halt gemein, dass man nicht sehen kann, was für andere Fähigkeiten es noch gibt, die man dann freischalten kann. Euer Feind ist mein Feind. Ich glaube, der alte Schaman hat den Trank bereits fertig. Höchste Zeit, nach Unaru zurückzukehren. Ja, so viel Zeit können wir uns euer aber noch Feind nehmen ist mein für diese eine Krypta hier. Ein paar normale Skelette verdreschen. Jo, und unser zweiter Zauberer hat die nächste Stufe erreicht. Der ist ja der Einzige, der gerade noch hochleveln kann. Und ja, dann gehen wir hier wieder querfeldein durch zurück. Ja, Sir. Sobald wir das Gold eingesackt haben. Ich. Unglaubliche 10 Gold. Wow. Aber wie gesagt, das ist das, was ich schön an dem Spiel finde. Auch wenn es immer abgeschlossene Maps sind, sind sie sehr groß und haben so viele Landmarks, dass man richtig die Freude am Erkunden hat. Ach ja, wir müssen hier lang. Ich meine, wir müssen hier durch und hier runter. Dann können wir nach Norden gehen, über den Fluss hier setzen. Erst hier runter. Und dann einmal um die Stadt herum. Oder erst die Stadt befreien.
Also von hier aus über die Furt nach Norden, die Stadt befreien, alles machen. Und die... Ihre Stadt sollte auch immer weiter wachsen. Naja, sie brauchen noch Nahrung und Holz. Aber normalerweise Nahrung sollten sie genug kriegen. Kein Problem. Ich kann ihnen jetzt auch Holz und Steine verkaufen. Es ist nicht viel von dem Trank geblieben, aber für einen Altar müsste es reichen. Bringt ihn zum Shulok-Altar und löst seinen Fluch. Geht einfach zum Altar und gießt den magischen Trank über ihn. Warum bleibt ihr nicht bei mir? Schließlich sind die Orks euer Volk. Ich muss ein wenig mehr Trank für den Larborg-Altar herstellen. Danach stehe ich euch wieder zur Seite. Okay. Was? Auf zum Sieg! Was? Kein Problem. Kleines Gefäß mit unbekannten Inhalt beschleunigt die Mana-Regeneration geringfügig. Okay. Bereit. Ja, die Steine verkaufen und das Holz verkaufen und schwupp sind sie auf dem nächsten Level. Ja, die brauchen 1 Führerschaft, die brauchen 2 Führerschaft. Also Berserker sind die Erweiterung der... Kämpfer. Was wird erledigt? Ja, Altar der Stadt Shulok. Wir haben den Trank. Und während Gogma eine weitere Portion braucht, können wir die Stadt Shulok vom Fluch befreien. Ja. Das machen wir dann, wie gesagt. Wir schnappen uns unsere Armee. Also ja, erstmal die Höhle der schwarzen Brigantensäure. Oh, die schwarzen Briganten tun hier das Holzfällerlager belegen. Mit ihren Angreifern, das erklärt's. Die haben wahrscheinlich auch die Wildschweine weiter vorne getötet. Ja, die Höhle der schwarzen Messer zerstören. Euer Feind ist mein Feind. Jawohl, Herr. Ist mir eine Ehre. Ja.
Nee, die Wildschweine hier leben sogar noch. Chaosmagiequelle, ah. Also Chaosmagie ist das hier. Hier ist rote Axtlager, okay. Also Auftrag und Karte. Ich werde aber hinter der Stadt rumgehen zum Altar, wobei ich muss direkt vor der Stadt rum. Also erstmal kommen die Berserker hier weg. Ein Trupp zur Verteidigung und ein Trupp zum Angriff. Wie gesagt, was das letzte bedeuten soll. Habe ich noch nicht kapiert. Irgendwas mit Unterstützung oder so ähnlich. Ja, und das ist Schulok. So, das heißt, wir räumen noch das Brigantenlager aus. Wenn wir die Brigantenhöhle gleich angreifen, sollte auch der Timer nicht mehr laufen. So, damit können wir den Knotenmeister lernen. Euer Feind ist mein Feind. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich. Ja. Ja, du bist der. Ist mir eine Ehre. Mit den Ressourcen, dann sack das mal alles ein hier, bitte. Mit Vergnügen. Ist mir eine Ehre. Ist mir eine Ehre. Ich gehe. Ja. Ist mir eine Ehre. Ja. So. Ist mir eine Ehre. Das heißt, als nächstes kümmern wir uns weiter um Führerschaft, würde ich sagen. Ach, und um Zauber hier. ...150 kostet die Giftklinge. Ja, Sir. Was ganz okay ist. So, dann nehmt mal hier Aufstellung. Also ja, wir können den Punkt da oben, aber das ist nur eine Mühle, noch untersuchen und dann eben zum Altar marschieren.
Oh, und wir können da hinten noch die Krypta. Ja. Okay. Aber jetzt ist es erstmal wieder an der Zeit zu speichern. Spiel speichern. Das wäre hier unten. Das Let's Play überschreiben. So. Und dann gibt es erstmal wieder einen Cut. Also, bis gleich.